Wissenschaftlerin zu sein bedeutet für mich, dass man die Anforderungen, die die Gesellschaft hat, weiterdenkt. Mein Name ist Silvia Thun. Ich bin Professorin in Nordrhein-Westfalen. Und es gibt die sogenannte Abordnung. Und das war mein Wunsch, dass ich abgeordnet werde, genau an das Berlin Institute of Health. Dort leite ich als Direktorin die Core Unit eHealth und Interoperabilität. Das Fachgebiet, in dem ich arbeite, heißt Informations- und Kommunikationstechnologien im Gesundheitswesen. Und hierbei geht es darum, dass die Systeme miteinander kommunizieren können. Und im Moment arbeite ich daran, dass zum Beispiel die genomischen Daten standardisiert und strukturiert erhoben werden und auch weitergeleitet werden, zum Beispiel über den Mikrobiologen zum Pathologen und dann zum Onkologen, der dann die dementsprechende Therapieentscheidung fällen kann auf Basis dieser klaren, strukturierten Daten. Also meine Arbeit ist nicht am Schreibtisch. Meine Arbeit, die ist eigentlich überall. Ich betreue im Moment 4 Großprojekte. Ich werde immer wieder konsultiert, also ich bin beratend tätig, auch für die Ärzte hier an der Charité, die nämlich genau diese Schnittstellenproblematik in ihren Systemen vorfinden und mich befragen, wie man da jetzt mit umgehen kann. Aber viele, viele Arbeiten betreffen eben auch den internationalen Bereich. Und das sind nicht nur Kooperationen in Deutschland, sondern weltweite Kooperationen. Das sind Zehntausende von Menschen, die hier zusammenarbeiten und die versuchen, eben die Forschungsergebnisse in eine Schnittstellensprache umzuwandeln. Und das ist ja pure Wissenschaft, den Dingen einen Namen zu geben. Man muss sich vorstellen, hätten wir keine Sprache in dem Bereich, und es geht nicht darum, dass man eine deutsche Sprache spricht, sondern dass man eine IT-verständliche Sprache weltweit spricht, dann könnte man gar nicht kommunizieren. Also das ist eHealth pur für mich. Ich habe ja auch den Studiengang eHealth aufgebaut in den letzten Jahren, genau wegen dieser Herausforderungen, die wir heute haben. Und natürlich bin ich auch sehr stolz auf die Gemeinschaft, die sich gebildet hat in Europa und international in den letzten 20 Jahren. Und das hat auch was ein bisschen mit Frieden zu tun. Man sitzt dann da und bespricht die Standards und lernt sich natürlich auch so besser kennen. Und da sitzen alle Länder an einem Tisch. Es ist egal, wo man herkommt.